Also es gibt ja genügend Ärzte, wo man andere Informationen bekommt, Ärzte, die noch nach medizinischen Kriterien beurteilen. Ich denke, das sind alles rein politische Entscheidungen. Die Zahlen werden hochgetrieben, auch jetzt diese Inzidenzen, das ist nicht vergleichbar. Geimpfte, Ungeimpfte, Geimpfte werden weniger getestet, also das stimmt ja alles nicht zusammen. Und man braucht ja nur schauen im Alltag, im Leben, wo sind die vielen Kranken? Es wird immer nur von Infektionszahlen gesprochen. Meiner Meinung nach, es muss von Kranken gesprochen werden, aber nicht Infektionszahlen. Was ist das? Ein PCR-Test, der nichts aussagt und die anderen Tests schon gar nicht? Herr Segeritsch, Sie haben gerade die Meinung der Dame gehört. Mhm. Wie sehen Sie das? Ist es wirklich so viel Fehlinformation oder unterschiedliche Informationen, die man von Ärzten bekommt? Nein, das denke ich nicht. Und die Kranken gibt es leider. Die sind halt nicht auf der Straße, sondern im Krankenhaus. Und die Dame ist offensichtlich wenig in Spitälern unterwegs, was gut ist. Ich arbeite in einem großen Krankenhaus im Wiener AKH. Und die Zahl der Kranken, die wir dort aufnehmen und behandeln müssen, steigt leider. Und die meisten davon sind ungeimpft. Das heißt, mein Appell, lassen Sie sich impfen, dann sind Sie vor der Krankheit geschützt. Nicht zu 100%, aber zu über 90%. Wie lassen sich denn diese Zahlen noch immer wieder erklären? Gerade wurde angesprochen, die Zahlen würden in die Höhe getrieben. Gibt es da eine Möglichkeit, auch eventuell zu manipulieren oder ist das alles sehr streng geregelt? Nein, es hat auch niemand Interesse, diese Zahlen zu verfälschen. Natürlich hängt es davon ab, wie oft ich teste und wie viele Menschen ich teste. Aber in Österreich wird sehr viel getestet, insbesondere in Wien. Und deshalb sind die Zahlen vergleichbar mit denen vor 4 Wochen oder 8 Wochen. Und die Zahlen, die sind ja jetzt auch wieder... Die steigen an, leider. Ja, also die steigen bei uns an. Und meine Hoffnung ist, dass das irgendwann eingebremst wird. Und die einzige Möglichkeit, dass es eingebremst wird, ist, dass sich mehr Menschen impfen lassen. Wir haben jetzt ungefähr 60% der Bevölkerung, der impfbaren Bevölkerung, geimpft. Und das Ziel wären 80% und mehr. Weil in Dänemark zum Beispiel konnte man bei 80% alle Maßnahmen aufheben und kann ganz normal weiterleben. Und das ist das, was wir uns doch alle auch wünschen. Es ist auch immer wieder jetzt im Gespräch eine Impfung für sehr junge Menschen, ist ab 6 Monaten. Wie lange glauben Sie, braucht es, bis dieser Wirkstoff oder dieses Vakzin dann so zugelassen ist? Ja, ich glaube, das Zulassungsverfahren ist im Laufen und wir werden sehen, wie lange es dauert. Ich hoffe, dass es schnell geht, also innerhalb der nächsten Wochen. Mhm. Im Moment ist es noch nicht zugelassen, im Moment sind die Impfstoffe ab 12 zugelassen. Auch da macht es Sinn, dass man sich impfen lässt. Die Impfung ist sicher, die Impfung ist millionenfach verabreicht. Die Krankheit kann zu schweren Folgen führen. Einer, der das ganz anders sieht mit den Impfungen, ist Martin Rutter. Und in ein Statement von ihm von gestern hören wir jetzt hinein. Und eines ist klar, egal, was Sie uns in den letzten 18 Monaten erzählt haben, wenn wir uns umsehen, nichts davon hat gestimmt. Nichts davon war wahr. Und nichts davon können wir sehen, außer die vielen Geschädigten und Toten durch die Impfung. Sie haben es gerade gehört, Martin Rutter spricht von vielen Menschen, die sich impfen haben lassen und das im Nachhinein bereuen. Wie sind die Zahlen tatsächlich? Ich persönlich habe niemanden in meinem Bekanntenkreis, der es bereut hätte, sich geimpft zu haben. Nein, ich auch nicht. Also wie gesagt, 10 Millionen Impfungen wurden bis jetzt ungefähr in Österreich verabreicht, Milliarden weltweit und die Impfung ist sicher. Es gibt einzelne Fälle, wo es zu Reaktionen gekommen ist oder schwereren Reaktionen, aber das ist extrem selten, insbesondere im Vergleich zur Gefahr durch die Krankheit selber und zur Chance, die Krankheit zu bekommen. Es haben doch fast 700.000 Österreicherinnen und Österreicher Covid gehabt und vermutlich gibt es da noch eine Dunkelziffer nach oben. Und wenn man bedenkt, dass 10% Long-Covid haben, eine chronische Krankheit mit Müdigkeit, Schmerzen, Atemproblemen, dann ist das schon sehr schwerwiegend und ich kann allen nur empfehlen, lassen Sie sich impfen. Und die Situation jetzt gerade auf den Intensivstationen, eine Intensivstation ist für viele von uns eigentlich gar kein Begriff, weil wir waren noch nicht vor Ort. Was für ein Bild zeigt sich dort? Es wird mehr. Also die Zahl der Patienten steigt in manchen Bundesländern so, dass man Engpässe hat. Normalerweise sind die Intensivstationen voll mit Unfallopfern, mit Menschen nach schweren Operationen oder schweren Infektionen.
Und was man jetzt macht, ist, dass man versucht, Eingriffe zu verschieben, damit man Platz schafft für die an Corona erkrankten Menschen. Und es ist nicht lustig. Also es gibt Fotos davon. Ich möchte es jetzt auch nicht im Detail schildern, aber niemand von uns wünscht sich jemals, auf einer Intensivstation zu landen. Können Sie das nachvollziehen, dass es hier so viel Skepsis gibt gegen diese Impfungen? Ich kann es eigentlich nicht nachvollziehen. Es sind irrationale Ängste und wir müssen aufklären. Ich glaube, das ist am sinnvollsten. Und wenn jemand irgendwie Befürchtungen oder Ängste hat, dann appelliere ich, den Arzt des Vertrauens zu konsultieren. Die werden Ihnen erklären, wie die Bedingungen sind und werden auch aus ihrer Erfahrung erzählen können. Ich kenne auch niemanden, der ernsthaft nach einer Impfung erkrankt wäre. Es gibt die Möglichkeit, dass man ein paar Tage fiebert, Kopfschmerzen hat. Man spricht von Impfreaktionen, Darm tut ein bisschen weh. Aber das ist alles harmlos und vergeht wieder. Und vor allem bei weitem nicht so tragisch wie eine tatsächliche Corona-Infektion. Wir schauen jetzt noch in einen Beitrag hinein, da geht es auch um Impfskepsis. Ja, ich bin im medizinischen Bereich tätig und ich habe schon alle Erfahrungen gemacht. Also, dass Menschen, die geimpft wurden, Schäden davontragen haben, als auch welche, die nicht geimpft waren. Aber es hat natürlich auch mit den Vorerkrankungen sehr viel zu tun. Ich glaube, wenn jemand gesund ist, ein gutes Immunsystem hat, braucht er keine Impfung. Jemand, der gesund ist, ein gutes Immunsystem hat, bräuchte keine Impfung. Würden Sie das unterschreiben? Das kann ich nicht unterschreiben. Es ist natürlich seltener, dass man als besonders junger, gesunder Mensch wäre erkrankt, als wenn jemand alt und krank ist. Aber wir haben zum Beispiel am Wiener AKH 20 Lungentransplantationen nach Covid-Infektion gehabt. Der jüngste Patient war 30 und die waren alle vorher gesund, sonst hätten sie keine neue Lunge bekommen. Also das kann ganz böse enden, nicht sehr häufig, aber doch oft genug. Und deshalb appelliere ich an alle, sich impfen zu lassen. In Dänemark ist es gegangen, in Schweden ist es gegangen, dass sich mehr als 80% der Menschen impfen haben lassen. Und man konnte dort die Maßnahmen aufheben. Niemand von uns wünscht sich Lockdowns oder andere Maßnahmen. Und der einzige Weg derzeit, das zu verhindern, ist die Impfung. Sie haben gerade schon gesagt, dass es sind auch sehr viele junge Menschen. Gibt es hier einen Unterschied zwischen der ursprünglichen Variante und der Delta-Variante? Naja, ursprünglich haben sich hauptsächlich die Älteren angesteckt. Jetzt sind die älteren Menschen zu einem sehr hohen Prozentsatz geimpft, stecken sich dadurch weniger an. Das ist der Beweis, dass die Impfung funktioniert. Die Delta-Variante ist extrem ansteckend und die meisten Fälle haben wir jetzt im Alter zwischen 15 und 35. Und da gibt es halt einige, die auch sehr schwer krank werden. Ein kurzer Abstecher noch. Die Schulen im Osten Österreichs haben bereits wieder geöffnet. Es gibt doch über 120 Klassen, die bereits in Quarantäne geschickt sind. Bildungsminister Heinz Faßmann denkt darüber nach, vielleicht die Quarantänezeit hier zu verkürzen. Was sagen Sie als Arzt zu dieser Verkürzung? Ja, man muss so lange eine Quarantäne aufrechterhalten, bis die Infektiosität gegeben ist. Das heißt, bis diese Kinder oder auch Lehrer ansteckend für die anderen sind. Weil das, was man vermeiden möchte, ist, dass sich die Infektion weiter verbreitet. Und in der Schule geht das relativ leicht, weil viele Kinder und Menschen in geschlossenen Räumen beisammen sind. Aber die Inkubationszeit ist wie lange? Die ist kürzer geworden. Das war ursprünglich eine Woche, aber das sind zum Teil wenige Tage. Okay, vielen Dank. Wir schauen jetzt in den nächsten Bericht hinein. Das Ganze ist gar nicht gerechtfertigt, weil eine Pandemie dauert normal nicht eineinhalb Jahr oder noch länger. Eine Pandemie ist normal wie ein Hochwasser und dann ist es vorbei. Und es werden 18 Grund- und Freiheitsrechte eingeschränkt und das ist einfach arg. So etwas habe ich im ganzen Leben noch nicht erlebt. Und wir sind total wie eingesperrt, also das ist furchtbar. Anscheinend läuft alles hinaus auf den Great Reset und auf die Milliardengewinne für Big Pharma und dass die Wünsche von Klaus Schwab vom WEF erfüllt werden mit dem Great Reset. Ja, wir hören es gerade, Pharmakonzerne, die das große Geld damit machen, die Freiheiten auch hier einzuschränken. Haben Sie persönlich den Eindruck, dass es wirklich hier darum ginge, den Menschen die Freiheiten zu nehmen?
Unsere Freiheit wird genommen, aber nicht in böser Absicht, sondern um die Menschen vor Infektionen zu schützen. Und man hat ja auch gesehen, dass es funktioniert hat. Die Infektionszahlen sind zurückgegangen. Womit die Dame recht hat, ist, wir haben keine Erfahrung mit Pandemie. Es ist in 100 Jahren das erste Mal, dass so etwas passiert. Und deshalb kann man auch nicht so genau sagen, wie lange es dauert. Sie hat leider Unrecht, dass es schnell gegangen ist. Und es dauert kürzer, wenn wir uns impfen lassen. Den Rest habe ich nicht ganz verstanden, was Great Reset ist. Ja, das soll jetzt auch nicht, muss jetzt gar nicht unser Thema sein. Sie als Arzt, auch der Unterschied zwischen einer FFP2-Maske und dem einfachen, herkömmlichen Mund-Nasen-Schutz. Gerade Bürgermeister Michael Ludwig wünscht sich jetzt bereits bundesweit schärfere Maßnahmen. Das heißt, dass hier auch diese verschiedenen Stufen schon zusammengelegt werden. Würden Sie das für sinnvoll halten? Ich glaube, dass es sinnvoll ist, rasch zu reagieren. Wir haben das ja schon gesehen, insbesondere beim ersten Lockdown. Da waren wir sehr früh dran und haben damit erreicht, dass in Österreich die Zahlen nicht so weit gestiegen sind wie in vielen anderen Ländern. Und natürlich ist eine FFP2-Maske, die besser abdichtet und aus einem stabileren Material besteht, sicherer als ein herkömmlicher Mund-Nasen-Schutz. Und wenn man sieht, dass die Zahlen steigen, dann sollte man möglichst rasch gegensteuern. Viele Menschen hatten aber bereits auch einen leichten Verlauf, so auch der Herr, der jetzt im Interview ist. Und er sagt, das wäre alles nicht so schlimm gewesen. Selber habe ich Corona durchgemacht und es war kein Problem, wieder gesund zu werden. Mein Sohn ist krank geworden und für den war das nur ein Ohrenschmerzen. Also es ist kein Problem, Corona zu bekommen und dann wieder gesund zu werden. Da ist eine Grippe ärger wie bei uns die Corona. Ist das nicht etwas zynisch, wenn man denkt, dass beispielsweise Menschen mit Corona auch auf den Intensivstationen gelandet sind oder beatmet werden mussten, zu sagen, es sei nur eine Grippe oder es sei nicht so schlimm? Ich weiß nicht, inwieweit diese Menschen richtig behandelt worden sind, weil ja verschiedene Informationen falsch weitergegeben wurden. Und andererseits habe ich selbst zu Hause eine 80-jährige Mutter, die hat das ohne irgendetwas zu merken durchgemacht. Das heißt, da stimmt irgendwas von der Informationsweitergabe sowieso nicht. Entschuldigen Sie, das ist natürlich eine Dame gewesen, aber sie spricht davon, es war ihr Verlauf nicht so schlimm, auch bei dem Sohn war der Verlauf nicht so schlimm. Und es werden immer wieder hier Zahlen angesprochen, die angeblich manipuliert sind. Können Sie das nachvollziehen? Ich meine, es gibt natürlich Fälle, wo die Krankheit nicht besonders schlimm ist, aber das Unangenehme ist, dass es auch Fälle gibt, wo sie sehr schlimm endet. Intensivstationen, viele Todesfälle und man weiß vorher nicht, wer schwer erkrankt und wer nicht. Man kann das nicht vorhersagen. Es gibt auch keine Behandlungsoptionen, wo man kausal, das heißt die Krankheit wirklich so behandelt, dass man sicher gehen kann, dass der Betreffende dann nicht schwer krank wird. Man arbeitet an solchen Medikamenten, die man einnehmen kann, sobald man infiziert ist und man damit hofft, schwere Verläufe zu verhindern. Aber derzeit ist es so, dass wir das nicht wissen vorher. Und wir haben auch nur ein sehr eingeschränktes Repertoire an Medikamenten. Deshalb gibt es immer wieder Menschen, die versterben an der Krankheit und das möchte man verhindern. Und wenn sie Glück hatte, dann freut es mich. Aber daraus zu schließen, dass alle anderen auch Glück haben und nur leicht erkranken, ist leider falsch. In Italien warnt man bereits vor der Einnahme eines eigentlich gegen Herpes eingesetzten Medikaments, das viele jetzt zur Vorbeugung gegen Covid verwenden. Genauso gibt es auch ein Asthma-Spray, was eingesetzt wird. Viele sagen, sie möchten das vorbeugend einfach privat verwenden. Macht so etwas Sinn? Ich würde so etwas nicht machen, jedenfalls nicht ohne mit meinem Arzt gesprochen zu haben. Es gibt einige Möglichkeiten von Nasensprays, die vielleicht die Infektion ein bisschen erschweren können, aber das ist alles so unzuverlässig. Die einzig wirklich wirksame Vorbeugung ist die Schutzimpfung. Dann sage ich vielen lieben Dank, Herr Sekeresch, dass Sie sich auch an diesem Sonntag die Zeit für uns genommen haben. Es bleibt eigentlich nicht mehr zu sagen als hoffentlich lassen sich noch mehr Menschen impfen. Das hoffe ich auch. Ich danke vielmals für die Einladung.